Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Oh, hier geht's raus. Let's Play GTA 5 mit Paxis. Wir haben unser erstes Muscle Car geholt, das wir den Überfall brauchen, um das Gold zu stehlen. Und haben es auch schon aufgepimpt, haben dem, ja, das Maximale gegeben, was möglich ist, mit Panzerung, mit kugelsicheren Reifen, mit getönten Scheiben, dass uns die Bullen hier erkennen, mit einer neuen Lackierung, dass der Papa auch Bock drauf hat, mit dem Wagen zu fahren und so weiter und so fort. Ich muss ja gerade mal, Moment, mich regt hier gerade mal so ein bisschen meine Unterlage auf, meine Mauspad-Unterlage. Ich habe hier ein geiles von Razer, das haben echt viele, dieses riesengroße Ding. Aber es war gerade nicht so geil. Und ich habe eine Maus mit Kabel. Ich hatte schon mal eine kabellose Maus, aber dieses Akku wechseln etc. geht einen auf den Sack. Und irgendwann lassen die Akkus halt nach, durchs ewige Aufladen und Entladen. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich mich dann wieder für Kabel entschieden. Und wenn man genügend Platz hat für das Kabel und das gut liegt, ist das überhaupt kein Problem. Ich spiele damit ja auch Skill, also Ego-Shooter, wo man am ehesten eine freie Maus braucht. Deswegen alles gar kein Stress. Kommen wir jetzt hier rein? Hä? Okay, jetzt gerade geht mir mein Mauskabel auf den Sack. Komm, hab ich's gesagt. Was ist denn hier los? Es wird irgendwie nach unten gezogen und bleibt nicht auf dem Tisch liegen. Es darf halt keinen Widerstand geben, logischerweise. Das Mauskabel muss halt einfach locker flockig da liegen. Hä? Ah! Das wäre natürlich auch zu einfach gewesen, das da reinzufahren. Geh auf! Perfekt eingeparkt, wie immer. Achso, ich bin sogar weiter auf. So, noch ein Muscle Car. Ran damit, ran damit. Oh, und es steht hier natürlich kein anderes Auto da, dass ich nicht einfach mal locker flockig wieder weiterfahren kann. Vielen Dank. Gauntlet, Wunschkind, nicht ein Kratzer, aufgemolzt. Woohoo! Irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich... Oh, da stehen sehr viele Autos. Vielleicht sogar so ein Gauntlet, wie perfekt das wäre. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr gerne dieses Woohoo mache. Irgendwie erinnert mich das selbst immer an... Es sind dreimal die gleichen Wagen, aber es sind leider keine Gauntlets, glaube ich. First of the UD Gauntlet is modded in the lockup. Thanks for letting me know. Das ist ja wohl auch super hässlich, das Auto, oder? Oh mein Gott, ist das hässlich. Oh mein Gott, ist das mega hässlich. Vor allem hinten der Arsch, ey. Das sieht ja richtig scheiße aus. Also, mir persönlich gefällt es nicht. Ja, auf jeden Fall dieses Huhu mache ich in letzter Zeit ziemlich gerne. Und das erinnert mich immer an dieses Huhu von Mario aus Super Mario 64. Keine Ahnung, ob es euch auch so geht. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch dieses Huhu gefällt oder auf den Sack geht, ob ich das mehr machen soll, ob ich das seltener machen soll, ob ich damit komplett aufhören soll, weil es komplett nervig ist. Schreibt mir in die Kommentare bitte rein, was ihr von meiner neuen Angewohnheit, dem Huhu, haltet. Das würde mich sehr freuen. Ich fahre ja logischerweise gerade rum, weil so viele Autos rumstehen und ich die Hoffnung habe, dass hier irgendwo so ein Gauntlet rumsteht. Aber es ist, glaube ich, Zeitverschwendung. Und ich sollte besser mir den nächsten Ort auf der Karte aussuchen. Da steht keins rum, glaube ich. Na gut, dann schauen wir mal rein, wo der nächste rumsteht. Rockford Hills, bei den Nobelgeschäften in Rockford Hills. Okay. Lass mich kurz die Karte anschauen. Da haben wir so einen Halbkreis und da haben wir das und das. Okay, Rockford Hills. Sind, glaube ich, irgendwo hier oben. Die reichen Dinge. Ach, ich hab's. Hier ist es. Hier ist es. Oh, wie gut ich bin. Ich mich auskenne im Spiel. Eieieiei. Aber mir fällt gerade auf, dass wir hier dieses Rennen haben. Und das wollte ich schon immer mal machen. Deswegen gehen wir da jetzt erstmal hin. Es ist nicht so weit weg. Nicht mal einen Kilometer und wir haben einen Sportwagen, auch wenn ich den mega unattraktiv finde, optisch gesehen, sollte er sich doch ganz gut und relativ schnell fahren.
Wobei ich sagen muss, jetzt von der Einstellung, wenn man die wirklich nur so von hinten zieht, geht das mal noch gerade so. Aber sobald man halt ein bisschen nach oben geht oder zur Seite, mir fällt es mir überhaupt nicht mehr. Irgendwie gerade die Polizei wieder durch. Gut, 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 gut. Laufen wir mal eine Runde. Was ist das gerade für merkwürdige Ruckler hier? Keine Ahnung, ob die aussehen, aber bei mir ruckelt es gerade ganz komisch. Ach, das scheint ein richtiges Rennen gegen mehrere zu sein. Hey, name on the dotted line, please. Alright, I guess I'm doing this. My watch shocked me if I go off pace. Ja, du dich anstrengst, desto schneller seine Ausdauer aufgebraucht. Du betreibst das, verlierst du sogar Gesundheit. Wirklich? Fällt deine Ausdauer unter die Hälfte, erhältst du je nach Abschnitt des Rennens etwas Ausdauer zurück. Hat er sogar einen Neoprenanzug an, sehr schön. Komm, sprinte. Komm schon, beeil dich! Wollte nur gerade testen, ob das bringt, wenn ich von der Dingens runtergehe. Verstehe gerade nicht, warum hier solche komischen Bildfehler drin sind, aber okay. Ja. Ich hatte so ehrlich gesagt gedacht, es wäre jetzt einfach nur so ein Rennen zu Fuß, also dass man eine Runde joggen oder sprinten geht, aber anscheinend. Anscheinend halt ein richtiger Triathlon, aber ich weiß nicht, ob ich den gewinne. Ich bin momentan 4. von 8 und. Anderen scheinen mir alle schneller zu sein als ich. 5 von 8. Aber vielleicht kann ich dann beim Sprinten, also beim Laufen, beziehungsweise beim Fahrradfahren rausholen. Mal schauen. Ich müsste ja eigentlich auch maximal. Nee, Moment, wir sprinten nicht, oder? Sprinten wir? Doch, wir sprinten. Aber warum verlieren wir denn keine Ausdauer? Aber ich drück doch die linke Shift-Taste. Ja, wir sprinten auf jeden Fall, aber wir haben keine Ausdauer verloren. Liegt es daran, weil ich so viel Ausdauer mir angesammelt habe und maximale Ausdauer habe? Weil unten rechts ist der Ausdauerbalken und da sehe ich keinen Unterschied. Nee, nicht beenden, nicht beenden. Ich will ja aufsteigen. Idiot. Idiot, dann nochmal übers Bein gefahren. So. Verliere ich diesmal Ausdauer? Immer noch nicht. Ey, das war gerade mein Wuhu, habt ihr es gehört? Gut, ich verstehe zwar nicht, warum wir keine Ausdauer verlieren, aber wie es aussieht, können wir hier beim Fahrradfahren vor allem was rausholen. Jetzt sind wir nämlich schon 2. Der Typ scheint aber gar nicht so schlecht zu sein. Ich hoffe mal, dass ich eine etwas bessere Linie fahre als er. Und er vor allem weniger Ausdauer hat und er nicht so lange sprinten kann. Ja, jetzt holen wir ihn schon ein. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, wenn das so weitergeht, sollten wir das eigentlich gewinnen. Krass, ich will echt keine Ausdauer verlieren. Hat man, wenn man maximale Ausdauer erspielt hat, hat man dann unendlich Ausdauer oder was? Ist es ein Bug oder? Komisch. Ah, Teilnehmerfeld ist auf jeden Fall schon auseinandergerissen. Wir haben jetzt hier im vorderen Feld insgesamt 3 Sprinter, wobei ich jetzt auch nochmal zu den 2 anderen Sprintern ein bisschen Vorsprung habe, aber dann kommt ja erstmal lange Zeit gar niemand, die ganzen restlichen dann dahinter. Ja, aber recht einfach, dann Fahrrad haben wir halt alles gut gemacht. Was? Laufzug vom Tollpunkt, um das Rennen fortzusetzen. Ach so, es ist noch gar nicht vorbei, fuck! Fuck! Komm schon! Ja, logisch, es fehlt ja logischerweise noch die Laufeinheit. Wir sind ja bisher nur geschwommen und Fahrrad gefahren und diese kurze Strecke von Strand zu Fahrrad kann man ja vergessen, aber ich verliere echt keine Ausdauer. Ich würde jetzt einfach mal spekulieren, das liegt daran, dass ich
die maximale Fitness erreicht habe, aber es macht, ist ja trotzdem unrealistisch, dass man keine Ausdauer da verliert. Es gucken ja richtig viele Leute zu hier. Einer, der klatscht. Vielen Dank, hi. Gibt später Autogramme. Here we go. Ah, der letzte Checkpoint. Und dann sind wir auch schon in der Zielgeraden. Sehr schön. Bekommen wir eigentlich Kohle, wenn wir das hier abschließen und gewinnen? Mal schauen. Tja, da haben wir es schon. Bekomme ich wenigstens einen Pokal oder irgendwas oder eine Medaille? Bestenliste. Global. P-Axis. 3 Minuten 47, 744. Und es gibt irgendeinen Cheater, der, oder es gibt irgendeinen Bug oder einen Cheat, den man verwenden kann. Deswegen ist Alexo auf dem ersten Platz. Mit, ja, überhaupt gar keiner Zeit. 0, 0, 0, 0, 0. Und ich bin halt 163.360. Vielen Dank. Geld bekommen wir nicht, schade. Vespucci Triathlon. Ja, trink erstmal was. Nein! Oh, das ist aber kein gutes Vorbild. Ihr schmeißt bitte nicht einfach so eine Plastikflasche weg. Verflucht nochmal. Die nehmt ihr mit? Er hat doch vor allem das Auto hier stehen. Ach, es gibt mehrere Triathlons. Das ist ja cool. Krass, wir sind von hier bis hierher gekommen. Na gut, jetzt gehen wir mal... Wo wollten wir hin? Hier hin, weil da steht der nächste Gauntlet. Sind wir ja sogar unserem Ziel etwas näher gekommen. Nicht schlecht. Die Felgen sind ganz cool, auch wenn mir das restliche Auto nicht gefällt. Oh, okay, okay. Das ging nochmal klimpflicher aus als da. Okay. Ich sag mal so, ich fahr lieber in das Schild rein, als dass ich hier ein Auto rahmen. Das ist ein bisschen schlimmer, würde ich sagen. Gut, hier irgendwo, wenn ich mich nicht irre, auf der Straße müsste der stehen. Okay, wir schauen nochmal. Ich dachte eigentlich, oder was auf der anderen Seite von der... Ach nee, es war die andere Seite, fuck. Ich bin auf der falschen Seite. So, hier an der Straße müsste er stehen. Ja. Da ist er auch. So, Pike, ich ein. Danke. Er hat gerade gesagt, nice car. Ich frage mich halt, warum wir immer in der gleichen Werkstatt das machen müssen. Dann ist es ja ein Freund von Lester und deswegen schanzt er den quasi Aufträge zu. Weil es gibt bestimmt Werkstätten, die sind näher dran als dieses Los Santos-Ding da. Naja, was soll's. 2 von 3, das heißt, in der nächsten... Na, wobei, wir haben ja noch ein paar Minuten. Vielleicht schaffen wir es sogar, das dritte Auto heute noch einzusammeln. Aber ich würde fast darauf tippen, dass das erst nächstes Mal was wird. Dann müssen wir, glaube ich, noch irgendwie ein Polizeiauto klauen. Polizeitransporter mit diesen Nagelkrähen. Nagelkrähen? Das war wieder eine Mischung von zwei Begriffen für das gleiche. Also entweder Nagelbretter oder Krähenfüße. Also man kann diese Nagelbretter auch Krähenfüße nennen. Das habe ich gemeint. Nicht Nagelkrähen oder Krähenbretter, sondern Nagelbretter bzw. Krähenfüße. Schon wieder so ein Scheißruck da drin. Ich frage mich, was das los ist. Ich glaube fast... Ich habe jetzt nämlich 3 Folgen am Stück aufgenommen und manchmal hat man dann einfach das Problem, dass irgendein Speicher sich voll stopft und dann fängt halt an, das Spiel zu lecken oder es gibt so... keine direkten Lags, dass es die ganze Zeit lags, sondern wie es gerade eben halt so ist, dass es immer mal so einen kleinen Aussetzer gibt. Deswegen, ja, ist es manchmal besser, nicht so viele Folgen nacheinander aufzunehmen, sondern einfach neu zu starten, das Spiel, und eine Pause dazwischen zu machen. Also, aus dem Spiel raus, ins Spiel wieder reinzugehen, das reicht am meisten schon.
Für alle, die jetzt hier nicht so Erfahrung haben mit Aufnahmen und Let's Plays etc. Ich werde natürlich genau die gleichen Verbesserungen machen. Vielleicht nehme ich eine andere Farbe, dass die Autos einfach opt. Wobei, wie gesagt, ist ja eigentlich immer gut, wenn die Autos alle gleich aussehen, ne? Damit man halt keine Unterschiede hat. Fällt mir gerade so ein. Habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe jetzt natürlich nicht gemerkt, wie die Autos hießen, aber hier war es schwarz, Metallic schwarz. Dann Pearl-Effekte. Ich glaube Blau-Silber. Und Sekundärfarbe war irgendein Silber. Oh Gott, welches Silber war das denn? Ich glaube das hier, Steinsilber. Jetzt müsste es rein theoretischerweise genauso aussehen. Vielleicht haben wir ja Glück und der andere Wagen steht noch in der Garage drin. Dann könnten wir es ja direkt vergleichen. Aber ich glaube, das Auto sieht jetzt genau gleich aus. Ach, so krass, wie die Straßen hier unter Wasser stehen, wenn es regnet. Und wie geil das aussieht. Schon sehr, sehr realistisch auf jeden Fall. Wobei, die scheinen kein gutes Abflusssystem zu haben in den Straßen hier. Man sieht ja auch nirgendwo Möglichkeiten, wo das Wasser reinfließen kann. Hier haben wir mal einen Gullideckel, aber ansonsten... Ja, weil das ist halt Aquaplaning, ne? Also, keine Ahnung, wenn es bei uns in Deutschland regnet, dann sehen die Straßen nicht so aus. Weil da aber wahrscheinlich auch einfach viel mehr Möglichkeiten sind, dass das Wasser abfließen kann. Und eben sich nicht auf den Straßen sammelt und dann dadurch Aquaplaning entsteht. Mal schauen. Ja, er steht noch da. Wir können ihn jetzt direkt nebeneinander stellen. Ich würde sagen... Ja, sehr geil. Genau das gleiche Auto. Sieht komplett gleich aus. Sehr schön. So muss es sein, weil logischerweise die Polizei ja nicht sagen kann, ja, ein rotes, ein blaues und ein grünes, sondern drei schwarze, komplett gleich aussehende Wagen. Was dann natürlich die Wiedererkennung schwieriger macht. So, jetzt schauen wir mal, wo der nächste ist. Wunschkind, nicht ein Grazer aufgemotzt. Der letzte quasi. Mission Row in der Nähe von so einem dreckigen Hotel, dem Templar. Oh mein Gott. Puh. Das wird schwer, weil da habe ich jetzt überhaupt keinen Plan, wo das sein könnte. Karte. Okay, wir haben da drei kleine Blocks quasi und rechts daneben eine etwas größere Straße. Mal gucken, ob ich es damit finde. Drei kleinere Blocks. Haben drei kleinere Blocks und daneben eine etwas größere Straße. Drei kleinere Blocks. Und die waren ja schon komplett waagerecht auf der Karte, also auf einer Linie horizontal. Das heißt, solche Blocks hier dürften es eigentlich nicht sein, weil die ja nach unten zeigen. Die müssen aber eigentlich so gehen. Lasst mich mal gucken. Daneben eine etwas größere Straße. Hm. Puh, drei Blocks. Bin ich gerade blind? Die dürften doch eigentlich nicht so schwer zu finden sein. Moment, ich schau nochmal. Nee, das war falsch. Ach so, hier oben, das kann aber nicht irgendwo anders auf der Karte sein, oder? Also nicht, dass wir jetzt hier unten gucken und dann ist es irgendwo hier oben. Nee, das muss schon hier unten sein. Ich muss noch mal kurz reinschauen. Ich find's nicht. Ich brauche noch einen anderen Anhaltspunkt. Also, nee, krass, war falsch. Also, drei... Es sind halt super kleine Blocks. Ich glaube, ich unterschätze einfach die Größe der Blocks. Ich nehme noch zu große Blocks. Drei sehr, sehr kleine Blocks. Links daneben ist so ein komisches Trapezding. Und da ist eine Brücke, da ist eine Brücke. Okay, das muss also an der Brücke sein. Es muss an der Brücke sein. Es muss an der Brücke sein. Es muss an der Brücke sein. Und es sind halt wirklich drei ganz kleine Blocks. Ich unterschätze, glaube ich, die Größe. Oder überschätze die Größe. Hier, ich hab's. Das hier ist es. Hier haben wir's.
Ja, die ist halt super klein, ne? Jetzt habe ich natürlich nicht mehr gemerkt, wo der blaue Punkt ist, aber irgendwo hier muss es ja sein. Da fahren wir mal hin. The second gauntlet is in the lockup, modified and ready. All right, one less thing to worry about. Boah, beim letzten Mal war dieser Parkplatz hier rammelvoll. Ja, gut, rammelvoll ist übertrieben, aber ziemlich voll und vor allem, also deutlich mehr Autos waren einfach da und vor allem viel, viel geilere, schnelle Autos. Wenn wir Glück haben, da hinten noch ein cooles, aber insgesamt sieht es halt diesmal echt scheiße aus hier. Boah, nur in Anführungsstrichen Schrottkern. Die sind jetzt zwar nicht wirklich kaputt, aber ist kein einziger Sportwagen dabei. Fuck. Ich kann das immer nicht nachvollziehen, woran es liegt, dass wir manchmal so das insgesamte Bild halt sich komplett verändert. An dem einen Tag stehen hier fast nur geile Karren, fast nur Sportkarren da und am nächsten Tag stehen halt eigentlich nur Schrottautos. In Anführungsstrichen. Nicht Schrottautos im Sinne von, dass die kaputt sind, sondern dass halt einfach keine geilen Sportwagen sind. Hier haben wir aber einen. Ach, auch wieder optisch super hässlich. Meine Herren. Was ist das hier? Das ist kein klassischer Sportwagen. Oh, wobei, das ist doch ein Audi R8, oder? Das ist dann schon ein klassischer Sportwagen. Oder A8? Ich glaube, es ist ein R8. Ich glaube, die heißen R8, nicht A8. Die nehme ich schon deutlich lieber. Falls ich mich nicht wieder irre, wird irgendjemand kommen, oh, das ist in Wirklichkeit irgendwie ein krasser Kreisler, Benden, irgendwas, krass, krass, krass. Ja, wir speichern jetzt aber erstmal. Ich wollte gerade sagen, einen wunderschönen guten Morgen, das war ich die Begrüßung, nicht die Verabschiedung. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis morgen. Tschüss.